ÖSD-Zertifikat Deutsch Österreich B1. Aufgabe 1. Lesen Sie Aufgabe 1 gut durch. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Sie hören die Stellungnahmen von 5 Personen, die zu einem Thema befragt werden. Entscheiden Sie, ob die Sätze 41 bis 45 richtig oder falsch sind und kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an. Sie hören diese Texte einmal. Unser heutiges Thema ist Zahnmedizin und zahnmedizinische Vorsorge. Wir haben Patienten eines Zahnambulatoriums gefragt. Wie oft gehen Sie zum Zahnarzt? Warum gehen Sie zum Zahnarzt? Wir hören jetzt verschiedene Meinungen. Nummer 41. Ich bin heute keine Patientin hier. Ich begleite nur meine Freundin, weil sie wahnsinnig große Angst hat. Aber für mich sind Zahnärzte kein Thema, weil ich nach jedem Essen meine Zähne putze, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Darauf schaue ich sehr genau. Außerdem esse ich keinen Zucker und ernähre mich gesund. Ich habe keine Zahnprobleme, darum gehe ich nie zum Zahnarzt. Ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt. Nummer 42. Tja, leider muss ich sagen, dass ich zu selten zum Zahnarzt gehe. Ich weiß, man sollte zweimal im Jahr zur Kontrolle gehen, aber ich schaffe das nicht. Jetzt zum Beispiel bin ich hier, weil ich seit vorgestern starke Schmerzen habe. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Für einen neuen Zahn habe ich nämlich im Moment überhaupt kein Geld. Und trotzdem mache ich nur dann einen Termin, wenn ich Probleme habe. Ich bin einfach so. Nummer 43. Also wenn Sie mich fragen, ich bin absolut für jede Form von Vorsorgeuntersuchung. Es spart den Krankenkassen viel Geld und schwere Krankheiten können vermieden werden. Ich bin jetzt zur halbjährlichen Kontrolle hier. Es macht mir nichts aus. Viele Leute fürchten sich vor ärztlichen Untersuchungen, besonders beim Zahnarzt. Aber ich verstehe sowas nicht. Schon bei den Kindern muss man anfangen. Die essen heutzutage so viele Süßigkeiten, die müssen regelmäßig hingehen. Nummer 44. In meinem Alter geht man nicht mehr so oft zum Zahnarzt. Schauen Sie, ich habe seit Anfang Jänner gar keine eigenen Zähne mehr. Ich trage jetzt ein Gebiss, eine komplette Zahnprothese. Damit bin ich sehr zufrieden. Am Anfang hat es nicht so gut gepasst. Es hat gedrückt und ich hatte immer wieder Schmerzen und Entzündungen im Mund. Das ist jetzt vorbei. Ich denke, dass ich in Zukunft einmal jährlich ins Zahnambulatorium muss. Einmal in 12 Monaten, das ist keine große Sache. Nummer 45. Ja, wissen Sie, ich gehe seit 10 Jahren regelmäßig zum Zahnarzt und bin sehr zufrieden damit. Vorher, als ich noch jung war, war mir das leider nicht so wichtig. Damals bin ich überhaupt nicht zum Arzt gegangen. Ich habe sehr ungesund gelebt. Ich habe viel geraucht und fast nie Obst und Gemüse gegessen. Es war mir egal. Ich habe in dieser Zeit 2 Zähne verloren. Heute passiert mir das nicht mehr. Jetzt bin ich zur Mundhygiene hier. Ich glaube nicht, dass sonst noch etwas gemacht wird. Also 2-mal im Jahr zum Zahnarzt, das ist für mich ein Muss.
Kinderaufgabe 1. Aufgabe 2. Lesen Sie Aufgabe 2 gut durch. Sie haben eine Minute Zeit. Sie hören ein Gespräch im Radio. Entscheiden Sie, ob die Sätze 46 bis 55 richtig oder falsch sind und kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an. Sie hören das Gespräch zweimal. Es ist eine ungewöhnliche Karriere, die Angelou Bengana gemacht hat. Er kam 1970 in der Demokratischen Republik Kongo in Afrika als Sohn eines Hauptschullehrers auf die Welt. Vor 17 Jahren kam er nach Österreich, ist inzwischen österreichischer Staatsbürger und wird jetzt Betriebsrat in der Firma, für die er arbeitet. Außerdem arbeitet er ehrenamtlich in einem sozialen Verein, der Migranten hilft. Ich begrüße Herrn Bengana hier bei uns im Studio. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Herr Bengana, warum haben Sie damals mit 25 Jahren Ihre Heimat verlassen? Also, das hat in den 90er Jahren, als wir junge Studenten waren, angefangen. Wir haben Proteste organisiert, weil wir mit der Situation im Land nicht zufrieden waren. Aber das war gefährlich und deshalb bin ich weggegangen. Über Moskau kam ich schließlich nach Österreich. Was war denn Ihr erster Eindruck von Österreich? Was war Ihr erstes Bild? Was haben Sie gefühlt? Es war natürlich erstmal ein Kulturschock. Ich wusste nicht, was kommt als nächstes. Ich kannte ja noch kaum jemanden hier und habe die Sprache nicht gesprochen. Waren Sie eigentlich schon von Anfang an in Linz? Nein, zuerst war ich in Wien, so ein paar Jahre lang. Erst wegen meiner späteren Arbeit bin ich nach Linz umgezogen. Wie haben Sie am Anfang andere Leute kennengelernt? Über die sozialen Organisationen habe ich am Anfang die meisten Leute kennengelernt. Wir waren in ähnlichen Situationen und haben uns gegenseitig geholfen. Einige der Mitarbeiter der sozialen Einrichtungen sind sogar richtige Freunde von mir geworden. Haben Sie so auch Deutsch gelernt? Ja, viel durch Sprechen und Zuhören. Aber Deutschkurse habe ich an der Volkshochschule besucht und natürlich später bei meiner Ausbildung in meiner Arbeit. Ja, richtig. Sie arbeiten ja in einem Baumarkt und haben eine Lehre als Tischler abgeschlossen. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich wollte etwas machen. Da habe ich mich informiert, was es für mich so gibt. Ich sollte eine Ausbildung machen und Tischler hat mich interessiert. Jetzt sind Sie in dem Baumarkt, in dem Sie arbeiten, sogar Betriebsrat. Wie ist es dazu gekommen? In der Firma hatten wir keinen Betriebsrat, es sollte aber einen geben. Die Kollegen haben mich einfach gefragt. Sie sagten zu mir, dass ich immer so aktiv bin. Also habe ich mir das überlegt. Und Ihre Kollegen haben Sie immer wieder gewählt? Ja, ich muss sagen, wir verstehen uns alle ganz toll in der Firma. Wir helfen einander, so ist es noch einfacher, sich für andere einzusetzen. Sich für andere einzusetzen haben Sie ja schon aus Ihrer alten Heimat mitgebracht. Und heute helfen Sie anderen Menschen, die neu nach Österreich zuwandern. Wo genau? Bei einer sozialen Organisation für Migranten. Ich arbeite dort ehrenamtlich, meist als Berater oder als Dolmetscher. Was halt gerade so gebraucht wird. Viele sind einfach nur froh, wenn sie in ihrer Muttersprache mit jemandem reden können. Herr Bengana, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir unterbrechen unser Gespräch kurz für die Nachrichten.
Nach den Nachrichten geht es weiter. Ich verabschiede mich fürs Erste und freue mich, wenn Sie auch nachher wieder zuhören. Sie hören den Text jetzt noch einmal. Es ist eine ungewöhnliche Karriere, die Angelou Bengana gemacht hat. Er kam 1970 in der Demokratischen Republik Kongo in Afrika als Sohn eines Hauptschullehrers auf die Welt. Vor 17 Jahren kam er nach Österreich, ist inzwischen österreichischer Staatsbürger und wird jetzt Betriebsrat in der Firma, für die er arbeitet. Außerdem arbeitet er ehrenamtlich in einem sozialen Verein, der Migranten hilft. Ich begrüße Herrn Bengana hier bei uns im Studio. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Herr Bengana, warum haben Sie damals mit 25 Jahren Ihre Heimat verlassen? Also, das hat in den 90er Jahren, als wir junge Studenten waren, angefangen. Wir haben Proteste organisiert, weil wir mit der Situation im Land nicht zufrieden waren. Aber das war gefährlich und deshalb bin ich weggegangen. Über Moskau kam ich schließlich nach Österreich. Was war denn Ihr erster Eindruck von Österreich? Was war Ihr erstes Bild? Was haben Sie gefühlt? Es war natürlich erstmal ein Kulturschock. Ich wusste nicht, was kommt als nächstes. Ich kannte ja noch kaum jemanden hier und habe die Sprache nicht gesprochen. Waren Sie eigentlich schon von Anfang an in Linz? Nein, zuerst war ich in Wien, so ein paar Jahre lang. Erst wegen meiner späteren Arbeit bin ich nach Linz umgezogen. Wie haben Sie am Anfang andere Leute kennengelernt? Über die sozialen Organisationen habe ich am Anfang die meisten Leute kennengelernt. Wir waren in ähnlichen Situationen und haben uns gegenseitig geholfen. Einige der Mitarbeiter der sozialen Einrichtungen sind sogar richtige Freunde von mir geworden. Haben Sie so auch Deutsch gelernt? Ja, viel durch Sprechen und Zuhören. Aber Deutschkurse habe ich an der Volkshochschule besucht. Und natürlich später bei meiner Ausbildung in meiner Arbeit. Ja, richtig. Sie arbeiten ja in einem Baumarkt und haben eine Lehre als Tischler abgeschlossen. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich wollte etwas machen. Da habe ich mich informiert, was es für mich so gibt. Ich sollte eine Ausbildung machen und Tischler hat mich interessiert. Jetzt sind Sie in dem Baumarkt, in dem Sie arbeiten, sogar Betriebsrat. Wie ist es dazu gekommen? In der Firma hatten wir keinen Betriebsrat, es sollte aber einen geben. Die Kollegen haben mich einfach gefragt. Sie sagten zu mir, dass ich immer so aktiv bin. Also habe ich mir das überlegt. Und Ihre Kollegen haben Sie immer wieder gewählt? Ja, ich muss sagen, wir verstehen uns alle ganz toll in der Firma. Wir helfen einander, so ist es noch einfacher, sich für andere einzusetzen. Sich für andere einzusetzen haben Sie ja schon aus Ihrer alten Heimat mitgebracht. Und heute helfen Sie anderen Menschen, die neu nach Österreich zuwandern. Wo genau? Bei einer sozialen Organisation für Migranten. Ich arbeite dort ehrenamtlich, meist als Berater oder als Dolmetscher. Was halt gerade so gebraucht wird. Viele sind einfach nur froh, wenn sie in ihrer Muttersprache mit jemandem reden können. Herr Bengana, vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir unterbrechen unser Gespräch kurz für die Nachrichten. Nach den Nachrichten geht es weiter. Ich verabschiede mich fürs Erste und freue mich, wenn Sie auch nachher wieder zuhören. Ende Aufgabe 2. Aufgabe 3. Lesen Sie Aufgabe 3 gut durch. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Sie hören 5 kurze Texte. Entscheiden Sie, ob die Sätze 56 bis 60 richtig oder falsch sind
und kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an. Sie hören jeden Text zweimal. Lesen Sie Situation 56. Sie hören jetzt den Text. Und jetzt der Wetterbericht für heute und morgen. Von der Früh an ist es den ganzen Tag bewölkt und es regnet häufig und stark. In Niederösterreich und Wien kann es am Nachmittag schneien. Die Sonne zeigt sich am ehesten im Burgenland. Morgen lässt der Regen rasch nach und die Wolken lockern sich auf. Sie hören den Text jetzt noch einmal. Und jetzt der Wetterbericht für heute und morgen. Von der Früh an ist es den ganzen Tag bewölkt und es regnet häufig und stark. In Niederösterreich und Wien kann es am Nachmittag schneien. Die Sonne zeigt sich am ehesten im Burgenland. Morgen lässt der Regen rasch nach und die Wolken lockern sich auf. Lesen Sie Situation 57. Sie hören jetzt den Text. Grüß Gott, hier Treichel von der Buchhandlung Gößler. Sie haben heute in der Früh 3 Bücher bei uns bestellt. 2 der Bücher liegen morgen ab 11 Uhr bei uns zur Abholung bereit. Bitte rufen Sie mich aber heute noch wegen dem Wörterbuch an. Ich habe noch eine Frage. Sie erreichen mich unter der Nummer 4041532 bis 18.30 Uhr. Vielen Dank, auf Wiederhören. Sie hören den Text jetzt noch einmal. Grüß Gott, hier Treichel von der Buchhandlung Gößler. Sie haben heute in der Früh 3 Bücher bei uns bestellt. 2 der Bücher liegen morgen ab 11 Uhr bei uns zur Abholung bereit. Bitte rufen Sie mich aber heute noch wegen dem Wörterbuch an. Ich habe noch eine Frage. Sie erreichen mich unter der Nummer 4041532 bis 18.30 Uhr. Vielen Dank, auf Wiederhören. Lesen Sie Situation 58. Sie hören jetzt den Text. Willkommen in unserer Filiale. Wir möchten Sie auf unser heutiges Angebot aufmerksam machen. Zu jeder bestellten Melange bieten wir Ihnen eine Mehlspeise Ihrer Wahl zum halben Preis. Ab einem Einkauf von 10 Euro erhalten Sie an der Kasse den Halbpreisbon. Besuchen Sie uns für diese Aktion heute bis 17 Uhr in unserer Cafeteria im 2. Obergeschoss. Sie hören den Text jetzt noch einmal. Willkommen in unserer Filiale. Wir möchten Sie auf unser heutiges Angebot aufmerksam machen. Zu jeder bestellten Melange bieten wir Ihnen eine Mehlspeise Ihrer Wahl zum halben Preis. Ab einem Einkauf von 10 Euro erhalten Sie an der Kasse den Halbpreisbon. Besuchen Sie uns für diese Aktion heute bis 17 Uhr in unserer Cafeteria im 2. Obergeschoss. Lesen Sie Situation 59. Sie hören jetzt den Text. Aktuell findet im Kinozentrum eine türkische Filmwoche statt. Gezeigt werden neue türkische Filme, die bereits auf internationalen Filmfestivals Preise bekommen haben. Filmliebhaber haben noch bis Sonntag die Möglichkeit, die Filmwoche zu besuchen. Es finden täglich 2 Vorführungen statt, jeweils um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr.
Im Anschluss an die Spätvorstellung am Samstag gibt es ein kleines Buffet mit türkischen Spezialitäten und Musik. Sie hören den Text jetzt noch einmal. Aktuell findet im Kinozentrum eine türkische Filmwoche statt. Gezeigt werden neue türkische Filme, die bereits auf internationalen Filmfestivals Preise bekommen haben. Filmliebhaber haben noch bis Sonntag die Möglichkeit, die Filmwoche zu besuchen. Es finden täglich 2 Vorführungen statt, jeweils um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr. Im Anschluss an die Spätvorstellung am Samstag gibt es ein kleines Buffet mit türkischen Spezialitäten und Musik. Lesen Sie Situation 60. Sie hören jetzt den Text. Volkshochschule Sprachenzentrum. Bei uns sind Sie richtig. Leider rufen Sie außerhalb unserer Bürozeiten an. Für die Anmeldung zu Sprachkursen kommen Sie bitte Dienstag oder Donnerstag zwischen 9 und 12.30 Uhr zur Beratung und Einstufung. Die Beratung findet im ersten Stock, Zimmer 105 statt. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zu unseren Bürozeiten Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Sie hören den Text jetzt noch einmal. Volkshochschule Sprachenzentrum. Bei uns sind Sie richtig. Leider rufen Sie außerhalb unserer Bürozeiten an. Für die Anmeldung zu Sprachkursen kommen Sie bitte Dienstag oder Donnerstag zwischen 9 und 12.30 Uhr zur Beratung und Einstufung. Die Beratung findet im ersten Stock, Zimmer 105 statt. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zu unseren Bürozeiten Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Ende des Prüfungsteils hören. Ende Aufgabe 3.